Eine Patientin hat einen schnarchenden Ehemann und ich würde gerne wissen, ob sie ihm helfen kann, damit sie auch wieder besser schlafen kann. Grundvoraussetzung ist erstmal, dass man weiß, wie Schnarchgeräusche eigentlich entstehen. Beim tiefen Schlaf erschlafft die gesamte Muskulatur der oberen Atemwege und dadurch kommt es zu einem Vibrieren der Gaumensegel, des Gaumenzäpfchens und der umliegenden Gaumenanteile. Und das Geräusch entsteht dadurch, wenn die Nasenatmung eingeschränkt ist und die Mundatmung dann zur Hilfe genommen werden muss. Bei der Rückenlage fällt außerdem die Zungenmuskulatur nach hinten und engt dadurch den gesamten Luftweg ein. Und dann entsteht das Schnarchen. Gesunde, pflanzenbetonte Ernährung zur Gewichtsabnahme, weil meistens sind die Leute auch übergewichtig. Und die Änderung der Schlafposition lassen oftmals das Schnarchen wie durch Wunderhand verschwinden. Im Übrigen Alkohol, Kaffee und auch schwarzer Tee am Abend verändern den normalen Schlafablauf und auch den Muskeltonus. Ein Versuch, auf diese Genussmittel zu verzichten, lohnt sich auf jeden Fall. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und gerne können Sie natürlich auch den Kanal abonnieren. Fragen und Vorschläge können Sie mir gerne als Kommentar schreiben. Heute geht es um Parodontitis. Eine Frau möchte wissen, ob sie sich bei ihrem Mann anstecken kann. Parodontitis ist eine Entzündung, die immer durch Bakterien verursacht wird. Und die entsprechenden Bakterien, die leben im Zahnbelag, im Zahnstein, im Belag auf der Zunge, auf der Mundschleimhaut oder aber auch auf den Gaumenmandeln. Und wenn Bakterien im Spiel sind, dann kann man sich natürlich immer anstecken. Jedoch